Die Brooklyn Nets bekommen heute die Champions aus Golden State zu Gast. Stephen Curry und seine Warriors gewannen bisher 5 ihrer ersten 6 Duelle in dieser Saison und gelten als klare Favoriten. Spox liefert euch alle Informationen zum Spiel. Curry legt in dieser Spielzeit im Durchschnitt 33,7 Punkte, 6 Assists und 4,7 Rebounds auf. Damit ist er aktuell der zweitbeste Scorer in der Liga und sein Teamkollege Kevin Durant liegt mit 29,7 Zählern auf Rang 4. Der zurzeit erfolgreichste Werfer der Nets ist Caris LeVert mit 21 Punkten. Vor dem Spiel gegen die Warriors hat das Team aus Brooklyn 2 seiner ersten 5 Partien für sich entschieden. Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors. Die Verletzten auf beiden Seiten der Heimmannschaft muss auf Rookie Rodions Kurus Knöchel, Power Forward Allen Williams Knöchel, Guard Trifon Graham Oberschenkel und Small Forward DeMarre Carroll Knöchel verzichten. Bei den Warriors fehlt Sixth-Mann Andre Iguodala, Wade All-Star-Neuzugang DeMarcus Cousins Achillessehne und wahrscheinlich Guard Sean Livingston, Fuß Brooklyn Nets vs. Golden State Warriors. Wann findet das Spiel statt? Die Partie beginnt am heutigen Sonntag um 22 Uhr deutscher Zeit. Austragungsstätte ist das Barclays Center in Brooklyn, New York. Wo kann man Nets vs. Warriors live sehen? Das Spiel läuft am Sonntag um 22 Uhr im Livestream for free auf Spox. Darüber hinaus überträgt der Streamingdienst DAZN das Duell live. Spox zeigt jeden Sonntag ein NBA-Spiel kostenlos im Livestream. Ein Überblick über alle von DAZN und Spox übertragenen Spiele findet ihr hier. DAZN hat neben der NBA auch die NFL, NHL und MLB im Angebot. Außerdem zeigt der Streamingdienst in dieser Saison zum ersten Mal ausgewählte Spiele der Champions League sowie alle Spieler der Europa League live. Für nur 9,99 € im Monat könnt ihr euch das Abonnement sichern. Der erste Monat ist dabei sogar kostenlos. Werbung, Werbung.